Und da fragen wir nach bei Christian Blenker in Stockholm, der das alles genau verfolgt. Wofür genau gibt es den Nobelpreis für Chemie? Was steckt dahinter? Ja, das Nobelkomitee hier in Stockholm hat den Preis damit begründet, dass die drei so eine Art Codeknacker von Proteinstrukturen sind. Proteine, ganz vereinfacht gesagt, sind das Eiweiße, das ist das die Basis alles, aller Lebens. Und diese Strukturen sind sehr, sehr komplex. Es gibt zig Varianten, bis zu 200 Millionen. Und es war immer eine große Herausforderung für die Forscher, diese Strukturen zu entschlüsseln. Weil es so viele Varianten gibt, war das seit den 70er Jahren unmöglich. Und die drei haben es eben geschafft. Mit Hilfe von Computerprogrammen, das ist eine Ähnlichkeit zu dem Preis von gestern. Also künstliche Intelligenz hat hier eine große Rolle gespielt. Die hat es geschafft, diese Strukturen zu entschlüsseln. Und das ist die Grundlage, solche Proteinstrukturen nachzubauen. Und das braucht man vor allen Dingen bei, im medizinischen Bereich, wenn es darum geht, Medikamente zu entwickeln. Dann ist es eben wichtig, wie sind Proteinstrukturen zusammengesetzt und wie kann man sie künstlich nachbauen. Zweiter Preisträger arbeiten für Google Deep Minds. Was ist denn das für ein Unternehmen? Das ist ein Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Also genau in diesem Bereich arbeitet, große Datenmengen. Wie können wir die umsetzen mit Hilfe von KI? Ist von Google gekauft worden. Und das ist auch ein Hinweis dafür, wie wichtig künstliche Intelligenz für die Naturwissenschaften geworden sind, weil es einfach so unheimlich große Datenmengen gibt. Ist das Entschlüsseln manchmal so schwierig? Man braucht also Computerprogramme, künstliche Intelligenz, die uns Menschen, in dem Fall den Forschern, dabei helfen können. Also ein wichtiges Unternehmen, das beim Knacken dieses Codes ordentlich mitgeholfen hat. Christian Blenker, danke schön für die Erläuterung. Danke schön nach Stockholm.